Hallo und herzlich willkommen zum 17. Teil unseres Meridian 59 Let's Plays und wir sind in den Straßen von Toss. Ich habe es also aus Kokatan zurück durch die Orkhöhlen aufs Festland geschafft, ohne größere Blessuren, wohlgemerkt. Ja, und wisst ihr, was jetzt ansteht? Ich hatte es in der letzten Folge schon angekündigt, es steht an, der Weg zur Priesterin, der Weg zu Zirkel, Kranan Zirkel 5. Noch trage ich die braune Kackrobe, aber bald. Wobei ich finde, die braune Robe ist auch schon ganz hübsch. So schlecht schaut sie nicht aus. Aber die blaue ist um einiges schöner und ja, und einfach würdevoller. Ja? Dieses Blau, dieses Meisterblau, dieses meisterliche Blau. Es schneit immer noch in den Bergen. Ach ja, und mit Jillian habe ich mittlerweile auch noch die Not hier mit dem die Niederträchtige gemacht. Also jetzt mit der Mitternachtsnot. Das heißt, der ist mana-technisch auch ganz gut dabei. Fehlt noch der Yeti. Der gute alte Yeti, wobei der ja jetzt mittlerweile kein Problem mehr sein sollte. Ich laufe jetzt mal nach Fanol. Warum? Weil ich schauen möchte, ob Tendras da ist. Das ist nämlich ein Typ, der noch mindestens einen Circle 4 Zauber von mir hat. Und außerdem verkauft er auch noch einen Circle 5 Zauber. Und manchmal ist er hier in Fanol. Ich weiß noch nicht, auf welcher Seite. Da ist er doch. Hallo? So, jetzt guck mal, schauen wir, tatsächlich was verkauft. Ah, das heißt, ich habe auch Circle genug Prozente für Circle 5. Dann machen wir das doch gleich mal. Achtung. Tada, blaue Robe. Steht sie mir nicht gut? So, meine zweite Meisterschaft. Nee, doch, die zweite. Ich bin ja schon Waffenmeister Zirkel 5. Also meine zweite Meisterschaft ist durch. Insgesamt kann man mit 20 Klugheit 15... Zirkel aufsteigen, der Bernard. Ach, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir uns doch gleich mal ein neues Ritterschild und ein Säbel. Dann Monty Mike Kelligan macht hier mal schön wiederherstellen. Gibt es denn überhaupt hier in dem Spiel jemanden, der ohne Muli arbeitet? Ich bin mir gar nicht so sicher. Gut, und die restlichen Zauber, die gibt es tatsächlich bei der Priesterin selbst. Ausnahmsweise mal. Oh, da sind wir ja schon fast. Ich bin falsch heruntergesprungen. Oh, der zweite Atem greift. Ich meine mich zu erinnern, dass die Leute früher gesagt haben, kauf den zweiten Atem lieber nicht, weil der eigentlich mehr Schaden bringt als Nutzen. Jetzt im Moment, da bringt er jetzt erstmal Nutzen. Also jetzt hier für die Geschichte, ja, beim Zauberspruch üben oder sowas, ist es eher hinderlich, weil ich kann ja jetzt quasi keine Nahrung oder sonst was zu mir nehmen, um das zu erhöhen. Das heißt also, wenn ich jetzt mal meinetwegen bei 20 Ausdauer bin und habe immer noch diesen zweiten Atem drauf, dann muss ich warten, bis er weg ist, weil ich kann nichts erhöhen. Und das ist eher kontraproduktiv. Und deswegen glaube ich, dass viele gesagt haben, ach, lass den lieber weg. Aber jetzt habe ich ihn schon. Zu spät. So, bei dir schneit's rein, hat das schon mal jemand gesagt?
Nachtfeld, Magie widerstehen, Gottspanzer. 24.000, billig ist es nicht, dieses Hobby. Gut. Teleportieren mal. Mein Rettungstränken. Ja. Und jetzt müssen wir zwei Dinge machen. Wir müssen zum einen den Herzog wieder loswerden. Und zum anderen müssen wir uns eine schnelle Robe holen. Wo bin ich denn jetzt hier? Mensch. So, den Herzog kriegen wir los, indem wir und wir brauchen positives Karma. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Scheiße, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Oh. Und ich glaube sogar, das hat was mit den Zirkeln zu tun. Muss man da nicht für jeden Zirkel mindestens 10 positives Karma haben? Das mit dem Herzog hat sich erledigt. Das ist eh ganz gut, weil die Prinzessin ist ja momentan, was die Artefakte angeht, deutlich besser. Nur, wie kriegen wir jetzt das Karma zustande? Dann müssen wir ja ganz schnell mal tätig werden. Gleich in Fahr 0 bleiben können. Braucht er nämlich... Den Trollen geht es auch ganz gut, glaube ich. Oh, mein Helm ist kaputt. Was ist denn noch hin? Krempel mal auf. Karma 57, ja, das geben wir den Trollen auch ganz gut. Wenn wir uns da mal an die Trolle halten. Ich meine, ich brauche jetzt nicht ewig viel positives Karma. Aber so 20, 30 vielleicht. Man sieht den Trollen schon an, dass sie quasi noch aus einer älteren Generation von Kreaturen stammen, also von einer älteren Grafik-Engine quasi. Oder von einer älteren Erweiterung, vielleicht besser gesagt. Denn so die, also die Ork-Zauberer beispielsweise oder die Grundwürmer oder auch andere Viecher sehen ja doch... teilweise deutlich detaillierter und besser texturiert aus. Soweit man hier von Texturen überhaupt sprechen kann. Tja. Ein bisschen. Karma minus 5. Aber man sieht, was Karma kann man sich ganz schnell versauen. Also wenn ich jetzt hier ewig gebraucht habe für minus 80, dann kann ich innerhalb von 5 Trollen meinen Karma wieder ganz auf die andere Seite bringen. Und das kann ja nicht immer gewünscht sein. Also manchmal greift man auch Viecher einfach nicht an, weil man sagt, Moment, das Karma möchte ich mir jetzt nicht kaputt machen. So, 11, wir machen mal 30 und dann ist gut.
19. Ein bisschen. Oh Mann, ey, das gibt's halt. Habe ich da 99 Punkte drauf? So, ich glaube noch einen. Gut. Jetzt noch einmal den Trank benutzen. Und dann möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz die Sprüche zeigen, die ich jetzt mit Kran 5 bekommen habe, damit ihr mal ungefähr eine Idee habt. Also, was war denn das? Wir haben Gortzpanzer. Das ist sehr interessant. Gortzpanzer macht folgendes. Ich weiß nicht, ob ich zwei Drachenschuppen vielleicht, dann kann ich es demonstrieren, ja. Er federt jeden Schlag eines Gegners ab, sodass er nur noch im Endeffekt einen Schaden macht. Also sprich, egal wie viel er draufhaut, es dürfte nicht mehr als eins übrig bleiben. So habe ich zumindest noch in Erinnerung. Ich probiere es mal aus. Ob das aber wirklich so ist, man weiß es ja nicht. Tja. So. Dein Gortzpanzer fügt 1 bis 1 Rüstung hinzu oder reduziert nicht magischen Schaden bis 15 HP, zum Teil magischen Schaden bis 20 HP und ganzen magischen Schaden bis 25. Nur der besseren dieser beiden Effekte greift. Also es bedeutet, also er reduziert quasi, also wenn jetzt einer mit 10 Punkten draufschlägt, reduziert er um 15 HP, also gucken wir mal. Jetzt der zweite, den ich noch habe, ist Reflektieren, nee, achso, das war der Vierer noch. Macht jetzt irgendwie so einen Schutzwall. Und dann haben wir noch Schlachtfeld. Das ist ganz interessant, weil dieser Schlachtfeldzauber macht folgendes. Er macht so eine Art Map-Zauber und der verstärkt die Angriffe aller Leute, die in dieser Map kämpfen gerade. Ja? Also auch nicht schlecht. So, was haben wir nach? Verfolgung. Da kann man einen Playerkiller oder sonst was auffinden, aber da braucht man ein Prisma, also kann man das nicht ganz alleine machen, da braucht man noch jemanden. So, das sind so die Punkte, ich weiß jetzt nicht genau, was haben wir noch gehabt. Ach, Magie widerstehen. Der Kriegsgott festigt dich gegen magische Angriffe. Ja, das ist quasi ein Spruch, der schützt mich vor gegnerischen magischen Angriffen, also wenn jetzt einer hier, was jetzt zum Beispiel nicht, wenn man jetzt einer Leben zaubert, dann habe ich ja fairer Kampf vielleicht drauf, plus Magie widerstehen, dürfte mich eigentlich ganz gut schützen gegen alles mögliche, Blenden und so weiter und so fort. So, das mal dazu, dann mal kurz, achso, jetzt gucken wir mal, wenn wir jetzt den da angreifen, was schlägt der drauf? Der schlägt ganz schön drauf, der haut ja ganz schön was weg. Da frage ich mich jetzt natürlich, was macht ihr Gortzpanzer eigentlich? Drei Schaden. Dein Gortzpanzer fügt 1 bis 1 Rüstung hinzu oder reduziert nicht magischen Schaden bis 15 HP. Weiß ich nicht, also hat er reduziert? Dann müsste der ja jetzt hier mit, was weiß ich, 15 plus 6 oder was draufgeschlagen haben. 21 Punkte, naja, kann schon hinkommen.
So, letzter Punkt. Wir brauchen eine Robe. Und ich hoffe, ich habe die Robe ins Lager gelegt. Und nicht bei irgendeinem Muli abgelegt. Und dann könnte das eine längere Suchaktion werden. Ich sehe nichts. Doch, Schülerrom. Schalil. Da ist sie. Prima. Natürlich Kiezgelb. Okay, wie kommen wir denn überhaupt an einen Schalil-Zauber? Das heißt, wir müssen zu einer Priesterin und ich meine, dass der Priestertempel in Marion ist oder neben Marion. Komm, wir schlucken noch mal was. Sparen wir uns ein bisschen Zeit. So, hier, ich glaube, da an dem Zöpfel, da ist das. Und was gibt's denn für erste Sprüche? Aufspüren, Böses erkennen, Hauch des Lebens, heiliges Symbol und kleine Heilung. Das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Ja, genau. Hallo Xiana. Die ist ganz hübsch. Das spricht für sie. So. Genau die alle. Da. Beige Robe. Und jetzt mal gucken, was wir davon steigern. Also aufspüren. Was macht aufspüren? Aufspüren. Warum ist denn aufspüren da? Schalils Magie erlaubt eine Kommunikation mit der Geisterwelt und Aufenthaltsort der letzten Person, die einen Unschuldigen ermordet hat, zu enthüllen. Der Zauber benötigt zwei Kräuter. Böses erkennen. Ermöglicht dir, bis in die tiefsten Abgründe zu blicken, braucht ein Feenflügel, Böses erkennen. Wahrscheinlich sieht man da alle, die negatives Karma haben. Dann das nächste ist Hauch des Lebens. Die mächtige Kraft Schalils überträgt die Lebensenergie des Zauberers in einen anderen Körper. Der Zauberer benötigt ein Kraut. Dann haben wir heiliges Symbol. Dieser Spruch erfordert, dass sich deine Hände in einer heiligen Art bewegen, die unheiligen Wesen in deiner Nähe Furcht einflößen. Der Spruch benötigt 200 Bären, die auf der Haut verrieben werden, um sie rituell zu reinigen. Und kleine Heilung. Die mitfühlende Kraft Schalils heilt Wunden bei dem Anwender selbst oder beim anderen Spieler. Wirkt besonders auf die, die noch von ihrem Schutzengel begleitet werden. Schalil gibt dem Magier, der eine andere gute Seele heilt, eine kleine Belohnung zu seinem Karma. Ah, benötigt ein Kraut. Also ich denke, die kleine Heilung ist sozusagen das einfachste
Mittel, um auf 99 Punkte zu kommen. Alles andere, müssen wir mal gucken. Feenflüge sind nicht ganz billig, denke ich. Vielleicht noch aufspüren. Ich weiß aber nicht, wie die genau funktionieren. Die Zauberkräuter habe ich jetzt auch keine dabei. Ja, das werden wir dann noch alles herausfinden müssen. Einen Schluck haben wir noch. Einen ganzen Schluck. Okay, wie geht's dann weiter? Fluchbannen, Gift neutralisieren, heilige Hand, heilige Waffe, Säule widerstehen. Mal hier. Heilige Hand. Mit extrem viel mehr Fortschritt. Ja, da müssen wir mal in den Rechner schauen, mal gucken, was das genau ausmacht. So, ja, das war's schon wieder für heute. Jetzt werde ich kräftig Shalil lernen und mal gucken, wie extrem mühsam das Ganze wird. Ob ich da zwischendurch mal wieder ein bisschen Geld klopfen muss, weil 100.000 scheint mir nicht ganz viel zu sein. Nicht ausreichend zu sein, um bis zu einem Circle 5 zu kommen. Das könnte schwierig werden. Dann nehme ich euch wieder mit. Na, dann klopfen wir wieder zusammen, damit ich nicht so allein bin. Okay, bis demnächst und auf Wiedersehen. Tschüss.